Noch ein Video über Unterschiede beim Edelschungit, Namalschungit, Petrovski. Mich erreichen immer wieder Frage, ob es gibt unterschiedliche Pyramidenkugel, also Gegenstücke aus Edelschungit, und wo ist da natürlich Unterschied? Also, erstes. Schungit wird gefunden nur am ein einzigen Platz auf der Erde, das ist Karelien. Sonst kommt ihr nirgendwo vor. Es bedeutet, dass die Produktion hauptsächlich liegt in Petrozavodsk, das ist ein Staat in Karelien, oder umgeben von der Mine. Das ist, sag mal so, die Hauptmine, da wo wird Schungit abgebaut, normales Schungit. Ich kenne fast alle Produzenten vom Schungit und ich kenne keine einzige, wie herstellt Pyramide oder Kugel aus Edelschungit. Erstens, das ist nicht effizient. Zweitens ist das so, dass Edelschungit, wenn du anschaust, ihn ganz genau, ziemlich aufgebaut, so Platte auf die Platte und porös. Wenn ich Beispiel beginne, ihn bewegen und bewegen da kratzen, lösen sich einfach so wie Schicht für Schicht ab. Und natürlich finden ein Stück, welches dicht ist, das ist erst die beste Qualität vom Edelschungit. Mittlerweile jetzt ist fast unmöglich und sehr, sehr teuer. Und wenn ich ein Stückchen vom Schungit finde, aus welchem ich 3 cm oder 5 cm Pyramide machen kann, brauche ich auf jeden Fall mindestens so ein Stück vom Edelschungit, welche im Ankauf schon in Petrozavodsk wird auf jeden Fall kostet schon fast 200 Euro. Und das ist die Frage, ob so eine Pyramide aus Edelschungit wird rentieren, sich zu machen. Und ob diese Stückchen, ganz normale Edelschungit-Stückchen, überlebt diese Verarbeitung. Weil es ist so, sobald wir schneiden und schleifen, Pyramide oder Kugel, beginnt ja natürlich Splittern und wir wissen nicht ganz genau, wie das im Inneren ausschaut. Und deswegen, also, ich habe mit mehreren unserer Freunde und Produzenten gesprochen in Karelien. Die produzieren alle nicht Edelschungit und alles, was wir in Europa unter Angabe Edelschungit-Pyramide, Edelschungit-Kugel zu sehen, zu bekommen, das ist immer fragwürdig, woher es kommt, aus was es wird gemacht. Es kann natürlich passieren, dass das in China wird weiterverarbeitet und aus Reste vom Edelschungit mit Hilfe vom Kleber geklebt. Aber auf keinen Fall als ein Stück produziert. Natürlich Frage ist dann, was für Kleber wird verwenden, wie wird ihr kleben das? Oder es gibt eine Frage, ob es überhaupt Edelschungit ist, ob es Pyramide und Schugel einfach nicht unter diese Bezeichnung verkaufen wird. Deswegen prüft ihr das ganz genau, geht ihr nach hinein. Die sollen euch auf jeden Fall diejenigen, wer sowas anbietet, nicht nur mündliche Bestätigung geben. Die sollen erklären, woher kommen dann trotzdem so niedrige Preis beim Pyramide und beim Kugel. Edel schon geht Pyramide, Edel schon geht Kugel, weil wir sind im Rätsel, wie können die das produzieren und woher kommt das? Ich weiß allerdings, dass sehr viel Fälschungen kommen vom Schungit auf den Markt. Und da muss man vorsichtig sein. Gerade aus China kommen sehr viele Fälschungen und prüfte das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich an. Was ich noch gleich in diesem Video erklären möchte, ich möchte gleich nochmal Hinweis geben auf Unterschiede. Das, was ich gezeigt habe, das ist Edelschungit. Das, was ich jetzt in der Hand habe, das ist Petrovski-Schungit. Im Vergleich zum Edelschungit Beispiel, Petrovski hat ungefähr 70% Kohlenstoffanteil, der hat bis 98-99% Kohlenstoffanteil. Und beide, absolut beide, wenn wir anschauen, die Schichten, die sind wie Pflaster aufgebaut, die sind porös. Genau wie aus Edelschungit, aus Petrovski ist schwer etwas zu machen, aber machbar. Und solche Sachen, wie ich jetzt Beispiel an meinen Arm trage, das ist Beispiel Kette.
Und die Perle wird gemacht aus Petrovski-Schungit, aber wie du siehst, das ist relativ kleine Teile. Ganz große schaffen wir trotzdem nicht, weil es splittert. Und um möglichst zu verarbeiten, weil es ist einfach viel zu viel Abfall und kommt sehr viel teuer aus. Wie wirkt das, dieses Schungit und dieses Schungit? Also Petrovski wirkt natürlich stärker als normales Schungit, aber nicht so stark wie Edelschungit. Wenn die um zehnfache stärker als normales Schungit ist, ungefähr, sag mal so, schwächer als Edelschungit um fünfmal. Und deswegen, wenn ich etwas produziere, Produkte aus unterschiedlichen Schungit in die Hand halte, ich muss vorstellen, die Radiuswirkung von diesem Teil unterschiedlich groß ist. Aber die Form von sich selbst bringt auch gewisse Kraft, Informationsfeld. Und deswegen, wenn ich nehme diesen Stein und diese Pyramide, Wirkung fast gleiche. Und wie gesagt, das ist Petrovski. Also schau mal ganz genau an. Man sieht wirklich Unterschiede schon sehr gut bei dem Steine. Wenn Petrovski total matt, Edelschungit sehr glänzend, normales Schungit ist nicht aufpoliert, relativ matt, verfärbt sehr, sehr stark. Alle drei leiten Strom. Das kannst du auch sehr leicht selber testen. Und sonst ist natürlich, es ist eine einzige Stein, einzigartige, wunderbare Wirkung bringt er mit sich. Und gerade wie jetzt erreichen uns Nachrichten, dass mit G5 wird wie nie zuvor, es ist sehr aktuell, zu Hause das einzuplanen. Vielleicht planst du auch schon Gizimmer zu machen, da können wir Beispiel diese Projekte unterstützen, da muss man uns schriftlich anschreiben. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Zukunftsthema für uns alle, einen Raum schaffen, da wo wir uns erholen können. Also, mach's gut.